Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir befinden uns gerade im Inneren des Todessterns am Himmel über Ranel. Und hier haben wir in der letzten Folge diesen Schrein gefunden, den es noch zu lösen gilt. Aber für den Anfang möchte ich mich mit einer anderen Fragestellung beschäftigen, nämlich wie wir da in die untere Ebene kommen. Das würde mich interessieren. Wobei es, glaube ich, geschickter ist, den Schrein doch zuerst zu lösen. Falls wir irgendwie runterfallen bei unseren Versuchen, da reinzukommen. Wobei, Moment. Ja, wir machen erstmal doch den Schrein. Das zuerst, dann kümmern wir uns um das andere. Mal sehen, ob uns hier irgendetwas Besonderes erwartet. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Beschwingt im Mirultag-Matz-Schrein. Okay. Eine scheinbar leere Halle, in der das Gleiten mit den Gleitern wohl eine Rolle spielen wird. Huch, ach du meine Güte. Die werden selbstständig gespawnt. Okay. Ach nein, ich dachte, die segeln dann hier doch in den Abgrund. Nee. Doch. Okay. Deren Kraft reicht also nicht aus, um das Ziel zu erreichen, wie es scheint. Warum denn eigentlich nicht? Dürfen wir eigentlich auch in Schreinen auf unsere, ja, Sonau-Bauteile zurückgreifen? Denn dann würde ich den antreiben. Und die Truhe würde ich auch gern erreichen. Die Frage ist aber, komme ich denn überhaupt noch zum Ziel? Ich weiß gar nicht, wie soll ich denn von der Truhe aus denn überhaupt noch zum Ziel kommen können? Kann ich die Gleiter in der Luft greifen dann? Es sieht so aus. Naja, zur Not haben wir welche im Inventar, richtig? Nee. Doch, da sind sie doch. 5 Stück sogar. Dann machen wir doch mal Folgendes. Ich muss ein bisschen weiter rechts fliegen. Nicht, dass ein Gleiter mich vom Himmel holt. Ach, das ist gar nicht die Truhe. Sondern ein Ventilator. Was wird hier eigentlich gespielt? Da ist das Ziel. Die Truhe hätte ich aber eigentlich gerne gehabt, aber ich glaube, die ist doch auch nicht... Ach, da oben ist sie. Okay, kein Problem. Das sollten wir hinbekommen. Das hätte ich gerne zuerst gelöst. Man darf sie nicht greifen. Darf man denn hochtauchen? Die brauchen wir nicht. Naja, ich glaube, das klappt nicht, oder? Nee. Dann brauchen wir wohl den Ventilator. Und müssen uns da hochpusten.
so rum aber nicht. Sondern viel eher so. Und jetzt sollte das hinhauen. Ist es hoch genug? Wehe nicht. Wehe, wenn nicht. Nee. Ich glaube tatsächlich nicht. Ganz knapp reicht es nicht. Ist das ein bisschen höher? Dieser Teil? Nein. Auch dem ist nicht so. Und ich glaube mal nicht, dass ich die mit einem Pfeil runterholen kann. Da fiele mir sonst nur noch eines ein. Ich würde... Ah, da haben wir es. Die darf man in Schreinen nicht benutzen. Das hätte mich auch irgendwie gewundert. Irgendwie hätte es mich auch gewundert. Denn dann hätten wir ganz schön viele Möglichkeiten immer gehabt, zu tricksen und zu täuschen. Wie komme ich denn da oben ran, sag mal? Weil sonst hätte ich einfach einen zweiten noch weiter oben an der Wand befestigt und mich dann noch weiter hochtragen lassen. Das ist aber wohl nicht erwünscht. Na gut, dann lassen wir die Truhe erstmal außer Acht und schauen uns an, wie genau ich eigentlich... So, Moment, kann ich den jetzt aus der Luft holen? Nee, irgendwie nicht. Oder ich war zu langsam, das kann auch sein. Beziehungsweise hier ist es, glaube ich, ganz gut dann. Also der schafft es nicht aus eigenem Antrieb, gut zu wissen. Macht ja aber nichts. Und was ist denn mit den Skateboards? Welche Funktionen erfüllen die eigentlich? So, da kommt der nächste. Ah, verdammt, ich hätte kurz die Möglichkeit gehabt. Oder ich soll da drüber fliegen. Aber dafür müsste ich dann den Ventilator da hinbuxieren. Eins von beidem. Und ich glaube, das wird doch eher schlecht, oder? Ja, eher nicht. Und den brauche ich doch. Huch. Nur ein ganz kurzes Momentchen immer habe ich die Möglichkeit. Also wenn wir den motorisieren, sollte das aber doch kein Problem sein. Ach so, okay. Und okay, und ich muss dann von da aus starten und kann dann da zur Truhe segeln. Also heißt das, wir sollen doch da starten. Okay, es geht auch, glaube ich, gar nicht von hier. Also nochmal kurz zurück. Mich irritiert der Versuchsaufbau ein bisschen. Der Link will immer einen Körper ins Verderben machen. Das geht stylischer. Huch. Achso, doch, da war der Eingang. Ich war ein bisschen verwirrt. Ich dachte, wir sind jetzt aber ein bisschen zu weit
abgeglitten, dem war aber gar nicht so. Wie bekomme ich denn den Ventilator hier hoch? Oder brauche ich den am Ende doch gar nicht? Und wo spawnt eigentlich der immer? Wir machen mal Folgendes, zum Spaß an der Freude. Na? Wo spawnt er? Ah, ich bin aber auch... Ah, von hier aus, aus dieser Perspektive... ist mir jetzt doch klar geworden, wie das hier läuft. Ich muss den Ventilator gar nicht da hoch schaffen. Ich muss den nur hier unten passend platzieren. Um den Fliegern mehr Auftrieb zu verschaffen. Dann machen wir mal einen Testlauf mit der Truhe. Oder wobei vielleicht... Ich weiß nicht. Verdammt. So läuft das nämlich. Doch, doch. Ich glaube, wir haben es. Sekunde mal. Reicht das am Ende? Wenn ich den hier starten lasse, segelt der nach da. Ich glaube, das wird irgendwie nicht von Erfolg gekrönt sein. Wenn der nach da segelt, wir probieren das mal aus. Genug Flieger haben wir ja. Wir testen erstmal, wie das einfach so ohne Hilfsmittel vonstatten geht. Aber ich glaube, ich habe des Rätsels Lösung gefunden. Wir brauchen diese Startbahn. So oder so. Es haut ab. Verflixt. Naja, dann schauen wir mal zu. Mehr Auftrieb. Aber dann kommen wir doch immer noch nicht dahin. Der segelt doch gegen die Wand. Wir probieren es mal aus, zum Spaß. Und postieren das ungefähr hier. Können wir den sogar wieder in die Luft befördern? Nee, ich glaube nicht. Nee. Dann müssen wir den respawnen lassen. In der Hoffnung, dass er das auch tut. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Normalerweise ist das ja so. Aber so ganz kann ich mir das doch noch nicht vorstellen. Und im Anschluss müssen wir die Früchte unserer Arbeit auch mal ernten, indem wir... Ja, ist respawned, oder? Ja, ich glaube schon. Indem wir endlich unseren wohlverdienten Herzcontainer in Empfang nehmen. Dafür brauchen wir dann nur noch... Klappt das jetzt? Nee, irgendwie nicht. Dafür brauchen wir dann nur noch eine Statue. Die werden wir dann schon auftreiben.
So, und jetzt komme ich da überhaupt so schnell drauf? Ja. So, Achtung. Nee. Ein Stückchen daneben. Warte doch mal. Nein, ich darf hier nicht auf die zugreifen. Aber vielleicht schon mit den Energiesphären. In die Hand. Irgendwie dann neben platzieren. Nee. Schade, ich dachte, ich kann das irgendwie verstärken. Dem ist aber nicht so. Mann. Wir entsorgen das schon mal. Klappt das jetzt so? Gleitet der dann so an der Wand entlang? Ich hoffe es. Aber die sind eigentlich nicht so leicht aus dem Himmel zu holen. Das sollte gehen, aber da komme ich doch auch nicht dahin. Ob der dann so hoch schwebt, dass sie es dann bis zur Truhe schafft, ich habe irgendwie so meine Zweifel. Gerade noch so. Klappt das jetzt? Komm schon. Nee. Nee, so wird das nichts. Ach, Moment mal. Vielleicht am... Nee. Ich dachte, ich könnte das irgendwie als... Und mit der Zeitumkehr kann ich hier auch nichts anfangen. Was wird hier gespielt? Ah, Sekündchen mal. Ah, ich glaube, es ist ganz einfach. Was wäre denn, wenn ich den Gleiter zu einem Aufzug... Ah, den Gleiter zu einem Aufzug mache. Na, wo ist der Ventilator? Da vorne. Ich habe einen Plan ausgeheckt. Was wäre denn, wenn ich das so mache? So, den bis zum Maximum hochhebe. Das wäre doch reizend. Geht das denn? Nee, hoch. Exakt so. Ja, ich glaube,
Aber ich muss es ordentlicher machen. Aber das könnte so gehen, glaube ich. Wobei, ja, es ist irgendwie... Naja, wir probieren es mal. Ich will den hier hoch bewegen. Und er soll sich dann auch ein bisschen hier aufhalten. Aber schnell, ich muss drauf. Ich muss auf das... Komm schon. Komm schon. Das gibt's doch nicht, aber das geht so. Doch, ich glaube, wir haben es. Die Zeitumkehr ist etwas, was man, finde ich, leicht vergisst, weil man einfach bisher noch nichts Vergleichbares gewohnt ist. Aber daran muss man immer denken. So, jetzt stelle ich mich gleich hier drauf. Und deichsle das, hoffentlich. Komm schon, Link. Nee, das geht nicht. Das reicht nicht. Es reicht nicht ganz. Nette Idee, aber nichts weiter. Ach komm, Link. Komme ich da nicht mehr hin, oder was? Ja, bin ich jetzt hier gefangen? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Komme ich jetzt hier nicht mehr hoch, oder was? Oder ist es noch viel billiger, als ich dachte? Vielleicht war das einfach schon zu kompliziert. Klappt das so? Und jetzt kann ich doch eventuell... Ja, komm, ich glaube... Ich glaube, das geht, theoretisch. Ja, das geht. Okay. Da habe ich es mir... zu kompliziert gemacht. Na gut. Großes Sonanium. Wertvolles Sonanium mit sehr hohem Reinheitsgrad, dem so viel Energie gespeichert ist, dass es normales Sonanium in Bezug auf die Ausgabeleistung bei weitem übertrifft. Sehr schön. Okay. Der Boden hat gefehlt. Das habe ich gemerkt. Und dann dachte ich, Moment, was wäre, wenn ich... mir hier selbst einen Bogen baue. Weiter im Text. Das segelt hier vorbei. Nee, das klappt doch nicht, oder? Wir testen mal, was passiert, wenn ich den Ventilator wirklich direkt hier hinstelle. Vielleicht hilft das schon. Ansonsten würde ich mal probieren, ihn auf den Gleiter draufzusetzen. Nee. Nee. Das ist es nicht. Warum verliert er denn da plötzlich so an Schwung? Beziehungsweise... Doch, können wir. Wir können mal Folgendes machen. Aber wofür sind eigentlich die Skateboards da? Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Die fahren da einfach runter, aber wo sollen die denn hinfahren?
Ach, brauche ich die als Räder, damit ich von hier aus dann den Gleiter starten lassen kann? Ist das so? Aber wird das Konstrukt dann nicht zu schwer? Nee, ich glaube, ganz so realistisch ist man dann hier auch nicht. Aha, ich habe eine Idee, glaube ich. Kommt man da überhaupt hin? Das sieht gar nicht so aus irgendwie. Aber das müssen wir uns für die Zukunft merken, falls wir mal irgendwo einen Boden brauchen. Dann müssen wir uns selbst einen basteln. Eventuell auch mit den Gleitern. Die können wir auch umfunktionieren. Das geht auch ohne eigentlich, ja. Wobei, warte mal. Okay, also die spawnen hier, um darunter zu fahren. Sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Kann ich die hier rüber hieven? Ich bin mir da nicht so sicher. Nee. Fabelhaft. Haben die auch tatsächlich einen Zweck oder sind die auch mal wieder nur Ablenkung? Ich glaube, ich darf mich gar nicht so von dem Kram immer verunsichern lassen, sondern einfach meine eigenen Pläne durchsetzen. Ohne mich zu sehr... Nee. Auf die Ausstattung hier zu fokussieren. Mit ein bisschen mehr Antrieb sollte das doch hier funktionieren. Was wäre denn einfach? Moment, wir machen den aber nochmal aus. Wenn ich das ganz einfach folgendermaßen mache, wie schon mal eingeübt. Klappt das dann aber auch? Wir müssen den halt irgendwie zum Starten bringen. Das ist halt die Schwierigkeit, glaube ich. Genau. Und dafür wollte ich halt eigentlich... Ah, Moment, Moment. Was, greifen? Was dürfen wir greifen? Das ganze Ding. Nee, das hätte mich auch gewundert. Jetzt bringen wir... Nee, wir können es ihm auch nicht beibringen. Dann fliegt das ja nur zurück. Nee. Wie kriegen wir das Teil zum Starten? Oh, so... Oh, nee, so nicht. Was auch immer da jetzt genau passiert ist. Wir konnten die Luft des Zieles schon atmen, sozusagen. Haben wir das? Ja, das haben wir noch. Okay. Doch nicht ganz so einfach wie gedacht. Ich muss den Ventilator doch irgendwie da hochkriegen. Aber wie nur ist die Frage? Ah. Da jetzt irgendwie über die Luftpost. Oder kommen da die Skateboards ins Spiel?
Aber die, nee, die fliegen doch nicht, gar nicht. Ich denke mal auch mit Ventilator nicht, aber die. Aber es bringt mir alles nichts. Ich krieg nie im Leben, krieg ich den da hoch. Das kann man komplett vergessen. Und hier habe ich keine Startbahn. Es ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Warum hat es denn nicht geklappt? Warum genau? Warum ist der eigentlich abgestürzt? Wobei, wenn wir einfach Folgendes machen, den hochheben. Nee, so nicht, verdammt. Was wäre denn, wenn ich einfach Folgendes tue? Ich starte ihn einfach, heb ihn so weit, wie es geht, nach oben. Bring ihn in die Luft. Nee, aber dann kommt er ja wieder zurück. Das kann ich ja nicht machen, oder? Aber wenn ich es anhalte... Das kann man ja anhalten. Klappt das so irgendwie? Ich habe eine Idee entwickelt. Das kann man ja abbrechen. So, nämlich. Ah, ja. Ja, doch, mit viel Fantasie könnte das klar. Warum? Ah, ich glaube, ich habe das den Ventilator schief platziert. Irgendwie mit viel Wohlwollen aller Beteiligten könnte das glatt funktionieren. Link, bereite dich auf den Absprung vor. Oh ja. Na. Eine Bilderbuchlandung. Fantastisch. Ja, so langsam... Ganz, ganz langsam, allmählich werde ich doch warm mit unseren neuen Kräften. Muss man so sagen. Nett. Was fangen wir mit diesen Blumen an? Auf der einen haben wir ja zumindest eine Inschrift gefunden. Die wir noch nicht lesen konnten. Wenn wir uns da reinstellen... Nee, ist schlecht. Wir halten das mal an. Und bewegen den Mechanismus manuell. Die Frage ist nur... Wie wollen wir ihn eigentlich haben? Ich würde fast sagen, noch ein Stückchen, so dass wir gerade so durchpassen. Nein. Ich glaube, so könnte das gehen. Dass wir dann durch können irgendwie. Hat das geklappt? Wir schauen mal. Jawohl, und wie das geklappt hat. Ein weiterer Wille der Weisen. Wir wissen zwar noch nicht, wofür sie gut sind. Aber wir wissen es. Wir haben sie, sobald wir es wissen. Andersrum.
Okay, dann würde ich fast sagen, haben wir, was wir brauchen und wollen und ziehen weiter. Die Frage ist, wohin? Oh, die haben mich von... Wow, die haben mich von hier aus gesehen. Du meine Güte. Die haben aber ein ganz schön großes Revier und gute Augen. Mal sehen. Ich würde eigentlich gerne... Ach, ich würde einiges, würde ich so gerne. Ich würde das da gerne erkunden. Oh, was ich aber immer wieder vergesse, ist etwas, das sich da Ausdauer nennt. Wir brauchen definitiv etwas, das unsere Ausdauer erhöht, also in Form von Essen etc. Wen haben wir da? Okay, die feiern ein rauschendes Fest. Das hat meine Pläne zunichte gemacht. Im Dorf der Zoras ist ganz bestimmt eine Statue. Aber ich will es irgendwie gerade noch nicht betreten. Das will ich dann wirklich erst machen, wenn wir uns dafür entscheiden, uns dieser Region vollkommen hinzugeben, sozusagen. Hallo. Wir stören auch gar nicht, versprochen. Wir stören die Wanderschaft gar nicht. Oh, die Entenmutter, die hier mit ihren Küken herumwatschelt. Für die interessieren wir uns doch gar nicht. Wir haben eigene Geschäfte. Ihr mögt zwar stärker sein, aber ich bin viel, viel wendiger. Ach du meine Güte, und die können auch andere Gegner tragen. Ich bin eigentlich in himmlischer Stimmung. Schnell bevor die uns sehen. Denn dann ergeht's uns nicht mehr so gut. Komm schon, ein bisschen schneller als sonntags. Sehr, sehr cool. Ach, Moment. Oh, ups. Hallo, Link. Manchmal irgendwie. Der ist gelandet. Oder ist das... Die Köpfe sind gelb. Ich würde eigentlich gerne da zu dem Schrein und dann langfristig zu dem Turm. Aber das schaffen wir einfach nicht. Wir sind noch nicht kräftig genug. Akala Exerzierplatz. Der ist zu unserem Friedhof geworden. So viel neue Bewegungsfreiheit. Und dann so etwas Lästiges. Der Zynismus des Spiels ist mal wieder unübertroffen. Ah, da sind wir stehen geblieben. Schön.
Ich würde sagen, all das hier vertagen wir und tun stattdessen, wofür wir gekommen sind. Ich wollte ja eigentlich nicht rein. Aber wir schauen hier mal nach der Statue. Das Dorf der Zoras. Den aktivieren wir gleich noch. Eine Ausdauerkrabbe. Wenn es regnet, zeigen sie sich in großen Mengen. Ihr robuster Körper verleiht Gerichten eine kräftige Konsistenz und lässt sie deine Ausdauer auffüllen. Alle sehr reizend. Und was ist denn hier passiert? Ah, das haben wir ja schon gehört. Der Schlamm. Der ganze Schlamm verschmutzt das Wasser der Zoras. Wir müssen uns nicht nur mit dem Nasenschleim des Dämonenkönigs rumschlagen, sondern jetzt auch noch mit seinen Abwässern. Es wird immer schlimmer. Und darum kümmern wir uns natürlich. Gar keine Frage. Jedoch zu einer anderen Zeit, wenn unsere Kräfte wiederhergestellt sind, ein Stück weit. Wo ist denn die Statue? Die haben ganz sicher eine. Ich würde fast sagen, bevor wir lange rumsuchen, gehen wir zu einer, die wir ganz sicher schon kennen. Der Mogawaka-Schrein. Den aktivieren wir selbstverständlich. Die nehmen wir mit. Die sind sehr, sehr wertvoll. Das haben wir ja jetzt des Öfteren schon erlebt. Ja, die Musik klang auch schon mal fröhlicher hier. Auch wenn es mir im Herzen wehtut, du meine Güte, alles ganz verschmutzt, ekelerregend. So leid es mir auch tut, aber wir müssen die Zoras vorerst noch einmal warten lassen. Gab's am Sperrposten eine? Bestimmt. Sicherlich. Das würde ich gerne noch machen, als letzte Amtshandlung in dieser Folge. Ich würde gerne meinen 5. Herzcontainer in Empfang nehmen. Doch, ich glaube, da gab's eine. Es würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Also, Heißluftballons gibt's auf jeden Fall. Das haben wir jetzt gehört. Und die sollen wohl auch fliegen. Man glaubt es kaum. Ist hier unten ein... Ja, sehr gut. Natürlich doch. Dürften wir jetzt eigentlich auch um Ausdauer bitten? Du hast Herausforderungen bestanden und Segenslicht erhalten. Für 4 kann ich dir neue Kraft gewähren. Was ist dein Begehr? Ah, jetzt dürften wir selber wählen. Aber vorerst würde ich sagen, nur Herzen. Ja. So sei es.
Und da ist er, unser fünfter Herzcontainer. Das werden wir. Mit neuer Kraft werden wir in den nächsten Folgen starten. Danke, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.